So, Freunde, wo fange ich an? Fühlt ihr euch verarscht? Vielleicht so ein bisschen? Wir blicken zurück auf die 7. Folge der Hate Night Show. Dort hatten wir besprochen, wie China bei der Zero-Covid-Politik vorgeht. Und uns erreichten dort Bilder wie diese hier. Und jetzt macht das weitere Vorgehen der Zero-Covid-Politik in China auch die Runde in Deutschland. Nur werden hier die Vorzeichen umgekehrt und wir erleben eine unfassbare Doppelmoral. Man könnte vielleicht sagen, eine Pandemie der Doppelmoral? Und dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem China-Intro und bis gleich. Alter, diese Zhongxina-Musik. Die Situation in China löst Proteste aus. Und wenn ihr mich fragt, zu Recht. Lasst uns einmal verstehen, warum ich so mad bin. China hat die Zero-Covid-Politik wieder angezogen. Lockdowns, tägliche Tests und absurde Bratwurststrategien sind also wieder an der Tagesordnung. Dagegen demonstrieren die Leute in China. Wie gesagt, vollkommen zu Recht. Die Tagesschau schreibt aber zu der Thematik: Wir sind hier, weil wir mutig sind. Chinas strikte Null-Covid-Politik hat Proteste ausgelöst. Hunderte Menschen gingen unter anderem in Peking und Shanghai auf die Straße. Ja, liebe Tagesschau, man könnte sagen, dass die Leute die Schnauze voll haben von irgendwelchen menschenrechtsverletzenden Maßnahmen. Menschenrechte sind bei euch aktuell ja auch ein ganz großes Thema mit der WM in Katar. Also frage ich mich, warum waren die Grundrechte der Menschen hier in Deutschland zwischen 2020 und 2022 ein absoluter Schwert? Und ich sage euch noch was, wenn wir das Grundgesetz wirklich so leben würden, wie es dort steht, dann würden irgendwelche Leute, die unter anderem für die Lockdowns gesorgt haben, direkt in den Knast meddeln. Aber was soll ich sagen, dieses Thema holt einen alle paar Monate immer mal wieder ein. Es sind chaotische Szenen, in denen Polizisten in Shanghai in die Menge von hunderten Demonstranten drängen. Es kommt zu teils handgreiflichen Auseinandersetzungen. Habt ihr gehört, Leute? Handgreifliche Auseinandersetzungen zwischen Polizisten und Zivilisten und zu Festnahmen. Ich lese hier keine Verurteilung. Ich lese hier nichts über ein bestimmtes politisches Lager, das dafür sorgt, dass Oma Hilde, wobei in China wäre es dann eher Oma Weili, draufgeht. Ich lese hier nichts darüber, dass diese Demos von kann organisiert werden, die der Demokratie feindlich gegenüber eingestellt sind. Zudem werden die Proteste von Neonazis und Reichsbürgern unterwandert. Und man grenze sich nicht genug von denen ab und. Ihr wisst, was ich meine. Wir haben hier tatsächlich eine eher positiv klingende Berichterstattung. Wegen den negativen Berichten in den letzten Jahren über das exakt gleiche Thema fühlt sich das Ganze hier quasi lobend an. Und ich glaube, dass ich mir und euch nichts vormache. Deshalb hat man die Aussage des Mannes, wir sind hier, wir sind mutig, genommen und als Titel benutzt. Mut ist dermaßen positiv konnotiert. Diese fucking froh, dass die Chinesen sich gegen die Zero-Covid-Politik auflehnen. Und wie gesagt, versteht mich nicht falsch, ich bin es auch. Aber werfen wir mal einen Blick zurück zum Jahresanfang 2022. In Deutschland fanden parallel mehrere Demos gegen die Corona-Maßnahmen statt. Allerdings auch Demonstrationen gegen die Querdenker, kein Scheiß. So lesen wir bei der Tagesschau im Artikel Demonstrationen dagegen und dafür. Tausende protestieren in Minden gegen Querdenker. Im ostwestfälischen Minden gingen allerdings auch rund 2500 Menschen auf die Straße, um gegen Querdenker zu demonstrieren. Die von den Veranstaltern vorab erwartete Zahl von 700 Menschen wurde weit übertroffen. Also, diese Leute demonstrieren demnach für mehr Maßnahmen? Wie durch muss man sein? Die müssen sich ja richtig darauf ein abwichsen über die aktuelle Lage in China. Boah, Alter, geil, ey, unnormal, ey. Die Leute haben ein ganzes Jahr Lockdown, oh. Und das, was wir uns alle vor Augen halten müssen, und da appelliere ich an die Vernunft in jedem, der dem Inhalt des Videos vielleicht eher kritisch gegenüber eingestellt ist, mit Nazis geht man nicht spazieren. Erstmal müsste, wenn schon, das Nazi in Anführungszeichen sein und nicht das Spazieren, denn die Nazis sind alle tot. Der Clown versucht jedoch offensichtlich, die Neonazis zu adressieren. Und damit kommen wir zu meinem wirklichen Kritikpunkt, die Sprache des linken Mainstreams. Jeden als Neonazi zu beleidigen, weil er sich nicht gegen einen Grippevirus die Bratwurst abholen möchte, da fehlen mir die Worte. Der Sprachgebrauch des Mainstreams ist eine reine Verharmlosung der NS-Zeit. Haltet euch das bitte vor Augen, wofür man schon in der Gesellschaft so herablassend abgestempelt wird. Denn die persönliche Entscheidung, sich gegen einen grippalen Infekt schützen zu wollen oder nicht, ist ja nur die Spitze des Eisbergs. Und damit sind wir quasi schon beim zweiten Aspekt. Die Eisberge schmelzen. Und du sprichst nicht von der Klimakatastrophe? Was bist du denn für
für ein Neonazi, Alter. Und was ich jetzt zuletzt gelesen hatte zur WM, zuschauen ist mit an. Junge, ich gucke Fußball auf dem Ersten, dann ist der ARD das verfickte NS-Regime. Die haben ja die Rechte gekauft und stellen es jedem zur freien Verfügung. Aber ja, ein Phänomen, was zur absoluten Entwertung eines wirklich schlimmen Begriffes führt. Ein weiteres Phänomen, was ich hier in dieser ganzen Corona-Querdenker-Thematik gerne noch ansprechen würde, ist der künstlich konstruierte Zusammenhang zwischen vielleicht eher rechte Tendenzen und Neonazi. Wenn wir jetzt den Bruder hier links fragen, was einen Neonazi ausmacht, dann würde es wahrscheinlich in Richtung, naja, Deutschland 1933 gehen. Wenn wir jetzt die Frau hier rechts fragen, was sie denn mit rechts assoziiert, dann würde es exakt in die gleiche Richtung gehen. Es scheint mir so, als hätten die Leute ihre Fähigkeit zur Separation verloren. Ich meine, zuschauen ist mithindern, ist dann die letzte Stufe vom Gegenteil von Separation. Kein Plan, Fusion oder so ein Kack. Ich meine, ich bin auch in der Lage, einen Rechten von einem Neonazi zu separieren und einen Linken von einem linksextremen Antifa-Typen zu separieren. Man muss es nur wollen. Ich denke, mein Punkt ist klar geworden. Zurück zur Corona-Panik. Wir haben jetzt den Unterschied gesehen im medialen Mainstream, am Beispiel der Tagesschau. Das gleiche können wir auch mit der Zeit machen oder sonst wem. Offenbar wird der Aufstand gelobt in den Medien. Aber Ähnliches haben wir auch hier gesehen, wenn es der Anlass wirklich zugelassen hat. Anlässe, wie zum Beispiel der Tod eines mit Fentanyl vollgepumpten Drogen-Junkies, der in Deutschland zum Anlass genommen wurde, um mehrere Massenaufläufe gegen Rassismus zu starten. In der Berliner Zeitung, was offenbar nicht die BZ ist, what the f***, keine Ahnung warum, lesen wir jedenfalls 15.000 Menschen bei Silent Demo gegen Rassismus auf dem Berliner Alex. Gemeldet waren 1.500 Teilnehmer. Gekommen sind 10-mal so viele. Die Demonstranten wurden aufgefordert, schwarze Kleidung zu tragen und still und schweigend an den Tod von George Floyd zu erinnern. Zehntausende Menschen haben am Samstag in Deutschland gegen Rassismus und Polizeigewalt demonstriert. Allein am Berliner Alexanderplatz waren nach Polizeiangaben rund 15.000 Teilnehmer. Die Veranstalter hatten mit 1.500 Teilnehmern gerechnet. In München gingen etwa 25.000 Demonstranten auf die Straße. Auslöser war der tote schwarze George Floyd in den USA bei einem brutalen Polizeieinsatz Ende Mai. Kritik gab es am Samstag, weil, und jetzt kommt es, denkt dran, wir befinden uns aktuell in einer Pandemie, weil mancherorts der wegen der Corona-Pandemie geltende Mindestabstand nicht eingehalten wurde. Ach, es gab Kritik. Na, ich hoffe nicht zu harte Kritik. Schließlich sorgen diese ganzen Demonstranten, die für irgendwelche Geschehnisse in den USA demonstrieren, dafür, dass Oma stirbt. Aber naja, es ist ja für eine gute Sache. Also dann geht das schon in Ordnung, dass Oma mal abkratzt. Schaut euch mal die Gesichter der ganzen Demonstranten an. Die tragen alle keine verfickte Maske. Was ist es denn jetzt gewesen? Gefährlich oder nicht? Wie wir heute wissen, offenbar nicht. Also warum der ganze Scheiß? Stattdessen lesen wir bei NRZ, dass es auf Corona-Demos in Essen zu viele Maskenverweigerer gab. Deshalb wurde die Demo aufgelöst. In Berlin gab es fast 15.000 Mann ohne Maske. Ich fragte euch anfangs, ob ihr euch verarscht fühlt. Wie ist es jetzt? Naja, ich hatte anfangs auch angekündigt, dass es hier um China gehen soll. Also werfen wir jetzt einen Blick rüber, beziehungsweise eher auf die Twitter-Seite von Britta Hasselmann. Hasselmann twitterte am 4. April 2021, die Bilder der Querdenker-Demo gestern, nee, das machen wir anders, die Bilder der Querdenker-Demo gestern sind sicher für Ärzte, Pfleger, Rettungsdienste, die jeden Tag alles geben und für Angehörige und an Covid-19 erkrankte Menschen unerträglich. Ich bin dankbar für das, was sie für uns alle geleistet haben. Im Gegenzug lesen wir bei ihr auf Twitter zu den chinesischen Protesten, die Kommunistische Partei Chinas wird weitflächig mit deutlicher Kritik an ihrer Regierung konfrontiert. Auslöser ist die von Xi Jinping verordnete Null-Covid-Politik und eine gescheiterte Impfstrategie. Was für ein Mut! Die Demonstrationen so vieler Menschen. Junge, Alter, den F*** kannst du dir nicht mal ausdenken. Kennen wir ein Land mit einer gescheiterten Impfstrategie, wo es zwischenzeitig so aussah, dass man dir gleich in die Wohnung reinmettelt, um dir die Bratwurst in den Arm reinzuhauen? Gab es ein Land, das über soziale Konzepte wie 2- oder 3G-Regelungen den Druck versucht hat, auf die Ungebratwursteten zu erhöhen? Von einer Pandemie der war die Rede. Und von einer Bosetti durfte man sich anhören, was man für ein absoluter Abschaum ist. Nur weil man sich vegetarisch ernährt und keine Bratwurst essen möchte, wurde man zum Blinddarm der Gesellschaft gemacht. Die will mich straight up verarschen. Das Querdenker-Sein ist ortsabhängig? Anders kann ich mir den F*** hier nicht mehr erklären. Wie damals schon mit Schrödingers Immunsystem. Der Genesenenstatus ist 12 Monate, 6 Monate oder 3 Monate gültig, je nachdem, wo man sich aufhält. Und jetzt haben wir Schrödingers verf***ten Querdenker. Du bist ein Schwurbler und ein mutiger Held, je nachdem, wo du dich aufhältst. Nichts anderes ist es, was wir hier gerade sehen. Die Chinesen haben keine Lust auf Strategien, die nachweislich, siehe Corona-Evaluationsbericht, keinen Einfluss auf die Verbreitung des Virus haben und gehen deswegen auf die Straße. Die haben keine Lust, sich jeden Tag testen zu lassen. Und das kommt mir bekannt vor. Ich meine, ich musste mir täglich eine Zeit lang jeden Tag einen Test holen, damit ich am nächsten Tag zur Arbeit darf. Aber ich bin froh drum, dass ich überhaupt noch einen Job hatte, da die Bundesregierung hier alles daran gelegt hat, die Wirtschaft komplett zu zerlegen. Und Ausgangssperren, weswegen man seine Wohnung ohne triftigen Grund nicht verlassen durfte, die gab es auch hier. Altenpflegerin ging zu früh zur Arbeit, 340 Euro Bußgeld. Hierbei ist eine Altenpflegerin
Krankenpflegerin etwa 10 Minuten zu früh zur Arbeit gefahren. Und das war noch im Zeitintervall für die besagte Ausgangssperre. Töne, die in Richtung Mut der Protestler hier in Deutschland gingen, gab es de facto nicht. Stattdessen wird von einem Steinmeier beschwört, wie schwer der Kampf gegen die Krankheit war, die sich am Ende als eine quasi zweite Grippe herausgestellt hat. Und ohne die Grippe verharmlosen zu wollen, ich war jetzt selbst erst 2 Wochen krank. Aber das war es auch. Die Bilder, die uns aus Peking und mehreren chinesischen Städten erreichen, bewegen mich. Wir alle erinnern uns noch an unseren Kampf gegen Corona, gegen die Pandemie und haben noch in Erinnerung, wie sehr das auch viele in Deutschland belastet hat. Wir können nur erahnen, wie groß die Last für die Menschen in China ist, in der die Maßnahmen ja viel strikter, viel langanhaltender sind, bis heute reichen. Und deshalb habe ich Verständnis dafür, dass die Menschen ihre Ungeduld und ihre Klage auf den Straßen zeigen. Als Demokrat kann ich nur sagen, die Freiheit der Meinungsäußerung ist ein wichtiges Gut und ich kann das, was wir sehen, nur mit der Hoffnung verbinden, dass die staatlichen Behörden in China dieses Recht der freien Meinungsäußerung, der Demonstrationsfreiheit achten und natürlich hoffe ich, dass die Demonstrationen friedlich bleiben. Das, was ihr unten seht, ist eine friedliche Demonstration vom 18. November 2020. Das ist nicht das Vorgehen der chinesischen Regierung, nein. Das ist f***ing Deutschland. Das ist, wie die mutigen und friedlichen Demonstranten behandelt wurden. Zum Vergleich einfach mal eine nicht friedliche Situation, wo es gerechtfertigt ist, einen Wasserwerfer einzusetzen, da sonst der ganze Laden in Schutt und Asche liegt. C'est malheureux pour un main de foot. Aber ja, was jetzt? Was ist jetzt Sache? Wie gehen wir mit China um? Sollen wir China jetzt sanktionieren, so wie wir Russland sanktionieren? Das, was ich hier jetzt spaßeshalber sage, ist bei anderen Leuten eine wirkliche Überlegung. Die Naivität gegenüber China ist vorbei und das darf ich auch für die deutsche Bundesregierung sagen, auch für Deutschland. Die Zeit, wo man gesagt hat, Handel no matter what, egal wie die sozialen oder die humanitären Standards sind, das ist der Sinn von allen Beziehungen, die sollten wir uns nicht mehr erlauben. Das heißt, wir werden auch gegenüber China über Europa eine robustere Handelspolitik aufstellen und die Zwangsmaßnahmen, die China in der Wirtschaftspolitik zum Schutz ihrer Wirtschaft ergreift, dann entsprechend europäisch beantworten. Habeck im Video abgehakt, check. Kommen wir mal zum Ende. Wir erleben eine unglaubliche Doppelmoral innerhalb der Politik und den Medien. Wir haben hier Zeiten erlebt, da ist man mit einer Dose Katzenfutter in der Tasche abends spazieren gegangen, damit du der Polizei, die patrouilliert, sagen kannst, dass du einen Grund hast, dich draußen aufzuhalten. Du brauchtest Futter für deine Katze. Ein einfaches, weil ich draußen sein will, führte dann zu einem Bußgeld. Und exakt diesen Punkt haben wir überstanden, weshalb im März 2022 so gut wie alle Maßnahmen gefallen sind. Der Druck der Bevölkerung war zu groß. Anders kann ich es mir nicht erklären. Und in China erleben wir quasi Ähnliches. Aber zu einem Chinesen ergibt es wirklich wenig Sinn, die Nazi-Keule zu schwingen. Schließlich herrscht da Kommunismus. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich würde sagen, dass wir uns im nächsten Video sehen oder in der nächsten WM-Review mit Schlomo. Dann macht's gut.